Willkommen zum Thema der Woche heute am 13.09., dem Sonntag. Ja, das heutige Thema Nikola. Nikola, nichts mehr als heiße Luft? Oder wie sieht es aus? Für alle ganz kurz, die nicht wissen, was Nikola ist. Nikola ist eine Aktiengesellschaft, die sich mit der Herstellung von Wasserstofftrucks beschäftigt und ihr Ziel ist langfristig, vor allem in den USA, ein Netzwerk für Wasserstofftankstellen aufzubauen. Ja. Nikola war in den letzten Jahren und Monaten schon immer dafür bekannt, für Schlagzeilen zu sorgen und ein sehr undurchsichtiges Unternehmen zu sein. Doch war das jetzt die endgültige Vernichtung von Nikola oder erstehen sie jetzt wieder wie der Phönix aus der Asche auf und schaffen jetzt den endgültigen Durchbruch? Mehr dazu jetzt im Video. Genau, jetzt kommt Hindenburg Research, ein relativ oder sehr großer Shortseller, der eine vernichtende Unternehmensanalyse zu Nikola auf den Weg brachte. Und wenn diese stimmt, ist Nikola einer der größten Betrüger aller Zeiten und ist komplett am Boden, wenn das wirklich stimmen sollte, was Hindenburg Research herausgefunden hat. In einem Zitat heißt es, dass der Betrug, ich muss nochmal kurz nachschauen, es handelt sich um einen sehr komplizierten Betrug, welcher auf Dutzenden von Lügen im Laufe der Karriere des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Trevor Milton aufgebaut wurde. Hindenburg Research schreibt, dass man zahlreiche Beweise hat, die auf einen Betrug hinweisen. Unter anderem hat man private Textnachrichten, Fotos, E-Mails, Chatverläufe und auch Telefonate aufgezeichnet oder aufgezeichnete Telefonate, die auf Betrüge hinweisen. Und wenn sich das herausstellen sollte, wie gesagt, dann ist Nikola eines der größten Aktienbetrüger, einer der größten Betrüger unter Aktiengesellschaften, die Hindenburg bei Analysen bis jetzt hatte. Und so ein paar Aussagen oder ein paar Beweise, die zeigen sollen, was hinter Nikola steckt, ist zum einen, dass Trevor Milton, also der Vorstandsvorsitzende und Gründer von Nikola, der im Moment nur 40% der Anteile von Nikola hält, unter anderem Kooperationspartner, Verträge unterschrieben ließ, Kooperationsvereinigungen, indem er mit Falschaussagen für ihre Technologie warb, die es eigentlich noch gar nicht gibt und die gar nicht im Unternehmen auftaucht. Noch dazu, für ein Werbevideo 2018 stellte Nikola einen Truck in seinen Berg runter, ließ einen Truck einen Berg runterrollen. Und angeblich soll dieser gar keinen Motor innen gehabt haben. Das heißt, dieser Motor ist einzig und allein nur den Berg runtergerollt und hatte nicht viel mehr als eine Bremse und auf jeden Fall keinen Motor. Noch dazu soll das Auftragsbuch von Nikola prall gefüllt sein. Und ganzes ein Drittel des Auftragsbuchs soll die US-amerikanische Logistikfirma US Express verbucht haben oder Interesse haben. Es soll ein Auftragsvolumen innerhalb von 3,5 Milliarden Dollar sein. Nur ist das Problem, dass die Firma nicht viel mehr als 1,3 Millionen in Cash zur Verfügung hat. Und das ist natürlich dann mit so einem so kleinen Betrag relativ schwierig, ein so großes Volumen zu kaufen. Zwar hat Nikola eine wahrscheinliche Partnerarbeit mit General Motors in den nächsten Wochen und Monaten am Laufen, doch sämtliche Schlüssel oder zahlreiche Schlüsselinvestoren verkaufen jetzt so schnell es geht ihre Aktien. Und laut Hindenburg Research soll das auch der Fall sein, wenn Nikola den Deal mit General Motors abschließt. Nun muss man allerdings vorsichtig sein. Natürlich muss nicht alles, was Hindenburg Research sagt, stimmen. Man muss nämlich beachten, dass, wie gesagt, Hindenburg Research ein sehr großer Shortseller ist, welcher ebenfalls auf Nikola Short gegangen ist. Und Shortseller sind häufiger mal dazu bekannt, übertriebene und überspitzte Unternehmensanalysen zu vollziehen. Trevor Milton beteuerte auch noch, dass die Anschuldigungen, die vorliegen, mehrere Stunden bräuchten, um genauer erläutert zu werden. Doch jetzt mal zu einer ganz allgemeinen Frage, die eher weniger mit dieser Unternehmensanalyse zu tun hat. Und zwar, wie sieht es denn eigentlich bei Nikola aus? Haben die eigentlich einen Gewinn? Naja, man muss sagen, wenn man mal die Solarsparte mit rausrechnet, welche nicht sonderlich groß ist, nein, man hat keinen einzigen Gewinn. Man hat einen sehr niedrigen Umsatz. Die Details sind nicht so klar. Ich habe leider jetzt keine richtigen Bilanzen gefunden, aber ein was ist klar, man hat pro Aktie einen Verlust von 0,16 Dollar. Doch rechtfertigt dies eine zweistellige Milliardenmarktkapitalisierung? Meiner Meinung nach nein. Wenn ich jetzt ein Fazit zu Nikola sagen würde, ist es das wahrscheinlich vielleicht ähnlich wie bei Wirecard sogar. Man hat hier vielleicht einen Betrugskomplex, einen sehr hochkomplexen Firmenablauf, sehr hochkomplexe Firmengeschäfte.
aufgeblähte Bilanzen, aufgeblähte Auftragsbücher. Also man weiß nicht so zu 100%, ob da alles stimmt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, wie wir ja dann Hindenburg Research herausgefunden haben. Und das stößt bei mir auf Unwohlsein, da ich immer in eine Aktie investiere, bei dem die Zahlen zu 100% richtig sind, bei dem nicht unklar ist, habe ich jetzt diese Aufträge, habe ich diese nicht, was ist mit der Firma, die mir Aufträge gestellt hat, ist alles im Reinen, ist alles koscher, hatte 2018 der Truck jetzt einen Motor oder nicht und wie sieht es in der Produktionsstätte aus? Da man, wie man in der Vergangenheit gemerkt hat, schon was Autos angeht, leicht betrügen kann. Einer der größten Betrugsskandale, Flowtex, das waren auch Trucks, die haben sie zwar nicht hergestellt, aber vielleicht ein ähnliches Prinzip wie bei Nikola. Und wenn ich jetzt sagen sollte, egal zu welchem Preis, ich würde Nikola nicht kaufen, da Nikola einfach ein zu undurchsichtiges Geschäftsmodell hat, zu undurchsichtige Bilanzen, einen CEO, einen Vorstandsvorsitzenden, der einfach nicht so richtig vertrauenswürdig ist. Manche sehen Nikola als kleines Tesla und Trevor Milton als ein Nachfolger von Elon Musk, aber das sehe ich anders. Elon Musk war ja schon vor Tesla dafür bekannt, dass er Firmen groß rausbringen konnte. Schauen wir uns PayPal an. Und das sehe ich bei Nikola anders. Für mich ist das ein hoch riskantes Investment. Natürlich haben wir Chancen, aber ich sehe das Risiko bei Nikola viel höher als das Investment. Und das sehe ich einfach andere Wasserstoffhersteller, wenn ich in diesem Bereich gehen will, deutlich vor Nikola. Und ja, das war's jetzt mit dem Thema der Woche hier für die 2. Septemberwoche. Schreibt mir mal in die Kommentare, was hat euch diese Woche bewegt oder was haltet ihr von Nikola? Habt ihr es im Depot? Ist für euch Investment? Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, das Thema der Woche. Bis dann!